Hast du beispielsweise ein Anschreiben und einen Lebenslauf für eine Bewerbung separat vorbereitet, möchtest nun aber alles in einem PDF-Dokument haben, dann kann es sinnvoll sein, diese beiden Dokumente zu einem zu machen. Es gibt natürlich noch viele weitere Use Cases. Ich zeige dir in diesem Video daher kurz und kompakt, wie du verschiedene Dokumente, auch verschiedene Dokumenttypen von Bildern über Word-Dateien zu Tabellen zu einem PDF zusammenfasst, das du dann leicht verschicken kannst. Lass uns direkt starten. Ich habe hier mein Anschreiben und meinen Lebenslauf und um diese beiden Dokumente zu verbinden, empfehle ich dir die Verwendung von Adobe Acrobat. Acrobat ist eines der leistungsstärksten PDF-Bearbeitungstools auf dem Markt von den Erfindern des PDFs und du kannst es kostenlos testen. Ich habe mir das Programm einmal installiert und nun öffne ich mir zunächst das Anschreiben, also quasi die erste Seite meines Dokuments. Hier auf der rechten Seite finde ich einen Werkzeugkasten und in diesem Werkzeugkasten konkret das Werkzeug Seiten verwalten. Hier bei Seiten verwalten könnte ich nun entweder auf Einfügen und aus Datei gehen oder aber ich verkleine mir das Fenster ein bisschen und ziehe dann mein zweites PDF-Dokument einfach rechts daneben. Und jetzt siehst du schon, besteht dein PDF-Dokument aus mittlerweile zwei Seiten. Diese Seiten könnte ich auch miteinander wieder vertauschen. Und wenn du nun auf Schließen klickst, dann hättest du zunächst Seite 1 mein Anschreiben und Seite 2 dann in dem Fall meinen Lebenslauf. Nun habe ich das Dokument kombiniert und wenn ich auf Speichern klicke, dann befinden sich nun beide Dokumente in meinem Anschreiben. Ich habe also aus zwei PDF-Dokumenten eins gemacht. Seiten verwalten kann aber noch mehr. Ich könnte beispielsweise eine Word-Datei anhängen, denn beim Reinziehen in dieses Fenster werden auch Dokumente, die keine PDFs sind, in PDFs umgewandelt und werden dann Teil deines Dokumentes. So entfällt auch die listige Konvertierung von einem Word-Dokument zu einem PDF-Dokument. Gleiches gilt auch beispielsweise für Bilder. Meine kombinierte Datei ist nun perfekt. Ich klicke auf Schließen und Speichern und habe alles in einem PDF-Dokument. Nun hast du ein großes PDF-Dokument, welches alle Informationen beinhaltet. Das ist nun ready zum Teilen oder zum Verschicken oder auch zum Ausdrucken. Wenn dir das Video geholfen hat, findest du viele weitere spannende Videos zum Thema PDF in dieser Playlist und abonniere natürlich gern den YouTube-Kanal von Tutorial Center, denn dann bekommst du immer die kompaktesten Tutorials auf YouTube.